Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Das wunderschöne Exklusiv Genius Brett ist wegen der Größe besser. Dann passt beides auf einem Tisch hier drauf. Auf diesem Beisteltisch hier, der hoffentlich bald nicht mehr Hilfe herhalten muss. Gegen den Star Diamond. 15 Minuten für die ganze Partie. Er spielt auf Defensiv mit dem Aegon-Buch. Das ist der King-Element, by the way. 20 Megahertz. Und bei ihm wüsste ich gar nicht, was ich da groß einstellen kann. Ich sitze natürlich wieder mit der falschen Brille hier. Also spielrelevante, sehr gut. Easy-Mode ist ohne Permanent Brain. Das lassen wir aber ruhig mal drin. Aber Spielstile oder sowas sehe ich bei dem Star Diamond nicht. Also wie beim Super-Expert. Der Gambit-Buch zum Beispiel oder Tournament-Book hat er noch zum Beispiel. Und was alles, das hat er hier alles gar nicht. Da fährt der Super-Expert aber kein Permanent Brain aus. So, dann lassen wir es eben so, wie es hier ist. Auch die vermutlich besten Einstellungen, die man eben machen konnte. Wer kriegt denn was? Ich gebe dem... ist eigentlich egal, wem ich welche Farbe gibt. Ich gebe immer weiß. Springer F3. Heute eine Partie habe ich heute gesehen. Heute spielen lassen. Super Expert gegen den Vancouver. 15 Minuten für die ganze Partie. Vancouver selektiv, also normal selektiv Einstellung, selektiv 12. Spielstil. Ich meine, was sogar Risikospielstil. Das Problem war, der Super Expert hatte eine total gewonnene Stellung im Endspiel. Und hat dann tatsächlich noch das Dauerschach zugelassen. Der hat dann statt das durch eine sichere Bank zu gewinnen, hätte den Bauern nach B2 ziehen können, das hätte schon die Figur verloren. Und dem Meerspringer hat er das locker gewonnen, das Endspiel. Das hat er aber nicht gemacht. Und dann irgendwie war das so zwiegespalten, der Super-Expert. Er wollte jetzt, wäre immer noch total gewonnen gewesen, aber wollte dann die Damen nicht tauschen? Weil dann die Figur weg gewesen wäre. Er hätte immer noch den Meerbauern gehabt. Und dann war es hinterher dann doch Dauerschach. Da hat der Vancouver nochmal Glück gehabt. G3. Springer D4. Läufer G2. Springer F3 steht hier in der Sonne. Ja gut, der Bau auf E5 war angegriffen. Das war wohl das Hauptproblem. Die Puppen ein bisschen gerade hinstellen. Ja, muss er mit Läufer nehmen. Ja, blöd für Schwarz, dass er jetzt den Läufer nicht nach H3 ziehen kann. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht gewesen. Also unter den Kunststoffgeräten ist der Super-Expert bei mir auf jeden Fall. Ich müsste ja auf Platz 1 bei mir sein bei den Kunststoffgeräten. Also was wäre da noch auf den anderen Plätzen? Ich habe ja sehr viele, also Kunststoffgeräte habe ich auch sehr viele. Den Modena, den ich immer mehr mag, weil es hat einen Franz Morsch von Hegener und Glaser, ist mit 8 Kilobatt RAM, deswegen mag ich den so. Milano, Aquamarin, Primo, ebenso die Geräte. Chesginus Pro, da würde ich ihn noch auf 1 sehen. Kann sein, dass sich das ändern würde, wenn ich den aktualisierten Genius Pro hätte. Aber ich glaube, selbst dann wäre er auf 1. Jetzt rotiert er wieder. Also das Einzige, was mich bei diesem, beim Star Diamond zum Beispiel, aber auch beim Aquamarin und beim Primo stört es eigentlich, ja eigentlich auch. Was ich da weniger mag, ist dieser Rotationsmodus. Ich finde, das ist etwas, das muss optional sein. Das musst du abschalten können. Und wenn du es haben willst, dann stellst du es eben ein. Aber so automatisch ist das jetzt nicht so spannend. Da spielt man eine 5-Minuten-Blitzpartie dagegen und er präsentiert dann ständig seine Bewertung etc. C3, D5. Das finde ich schon ein bisschen sehr lästig. Das ist ein Bauer eingedacht. Bauer E4 geht ja auch nicht. Ist da ein taktischer Granatenzug drin oder hat er einfach den Bauern gegeben?
Er spielt auf Defensiv, er spielt nicht auf Risiko oder sowas, das King-Element. Also deswegen wundert mich das ein bisschen, dass er den Bauern scheinbar verloren hat hier. Was will er jetzt machen? Springer schlägt, Läufer schlägt und dann was? Läufer H3? So mache ich eigentlich nicht das. Ihr seht sowieso nicht das Display, da kann ich auch hier machen. Plus 0, minus 0,02. Läufer H3, Turm E1, Rochade D4. Springer schlägt D5. Ja, das könnte er doch einfach mit dem Läufer nehmen. Gut, er muss natürlich erstmal mit dem Bauern zurückschlagen. Das könnte beim Chess Genius Pro, bei dem 2024er interessant werden. Da auf dem Display mit den schönen Figuren die Varianten zu sehen, die er berechnet. Weil es ist was anderes auf diesem Display, weil das beim Genius Pro, den ich hier habe, mit diesem gefühlten 1980er Design des Displays, des LCD Displays, das konnte man quasi eigentlich spielen auf diesem Brett. Ich weiß nicht. Also ein Genius Pro, diesen LCD-Display. Eigentlich eher, das wohl eher dafür gedacht, dass man immer sieht, wie die Stellung ist. Der hat ja keine LEDs. Dame B3. Viel zu Spielstile. Der 2024er Chess Genius Pro das ja auch. So Spielstile gehören einfach dazu. Alleine um ja ein bisschen experimentieren zu können, ist das so eigentlich eine gute Sache. Kann das sein, dass der The King Element auf defensiven Bauern gegeben hat? Also ich würde doch eher sagen, das beißt sich doch irgendwie. Wenn ich defensiv spiele, dann opfer ich doch nicht einen Bauern. Weil er kann sich theoretisch mit E4 ja dauerhaft abdecken. Also das ist nicht so, dass, jetzt nicht, natürlich nicht in dieser Stellung hier, aber das ist nicht so, dass er dann später automatisch zurückbekommt. Jetzt meinetwegen Läufer G2, D2, D3. Ich hätte eher gedacht, Läufer G2, den Läufer dann droht der Läufer H3 nicht mehr. Der Läufer hängt nicht dauernd durch, wenn der Bauer hier zieht nach E4. Also den kriegst du ja nicht zurück, den Bauern. Das ist ein Bauernopfer für ein defensives Programm. Minus 0,02, er zeigt ja nicht minus 1 an. Deswegen hätte ich so ein bisschen gedacht, Läufer G2. Um das zu verhindern. Das finde ich jetzt nicht so spannend gespielt. Jetzt tauscht er den Läufer weg. Ich glaube, man könnte ja E4 ziehen und F4. Das wäre so die Idee für Weiß. Läufer G2, König G2 und dann später E4 und dann Bauer F2, F4. Weil nach König G2 ist ja der Bauer ja nicht mehr gepinnt. Also gefesselt. Läufer G2. Er nimmt natürlich mit dem König wieder. Läufer B6. Na, deckt sich ja B7. Läufer E3. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, wie glücklich ich jetzt mit dieser Bauernstruktur wäre. Schon etwas eigensinnig. Diese vier Bauern auf den zentralen Linien. Guck mal, er nimmt den aber auch nicht. Also es kommt nicht, Läufer E3 schlägt. Ja, weil er dann nach Bauer schlägt E3 ja auch A6 hängen würde. So, jetzt nimmt er zum ersten Mal den Bauern aufs Korn. Droht noch nicht zu fallen. Er kann theoretisch noch tauschen. Aber bei Dame D6 da könnte man immer noch tauschen und dann E4 ziehen. So ist das ja nicht. Also ich muss sagen, von den Figuren sind diese Chess-Genius-Figuren von der Form her
Ich würde auch sagen, mit die schönsten, die ich habe. Ich habe das sogar irgendwo mal gesehen. Das kann ich ja gar nicht machen hier. Bei dem Magnetsensorgerät mache ich manchmal, ich nehme den Läufer und mache den nur so. Dann registriert er auch den Zug, aber ich kann ja den schwarzen Läufer nicht stehen lassen. Er weiß ja, es ist der schwarze Läufer. Deswegen geht das hier nicht. Ich würde quasi den schwarzen Läufer an ihm absetzen, das bemerkt er ja hier. Aber eine Kunststofffigur, ich finde diese, obwohl am schönsten finde ich eigentlich noch die vom Mephisto Madison. Und von diesen, wie heißt das, seite ich davon nochmal, weiß ich jetzt gar nicht. Also die Figuren sind für mich mit die schönsten Figuren. Denn die Madison-Figuren habe ich ja auf dem Modena stehen, F1C1. Weil das weiße Figuren sind, also die weißen Figuren sind auch weiß, nicht so grau oder so wie hier. Wenn die weiß wären und nicht grau, ich glaube, das liegt aber am Kunststoff. Waren die jetzt sich zu geizig dazu, jetzt dem Kunststoff weiße Farbe zuzumischen? War das so teuer? Man weiß es nicht. Damit Turm die 7. Das ist auch ein anderer Kunststoff, dieser weiße, und dass er teurer war als der, man weiß es nicht. Oder ich könnte mir aber auch eher vorstellen, das ist ja dem Grau des Gerätes angepasst, diese Figuren, dass das mal so ein stimmiges Bild sein sollte. Also vom Design, ich weiß nicht. Auch dieses Silberschwarze von dem Brett, was ja auch beim Mephisto Modular zum Beispiel oder Supermondial der Fall war. Da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von C1, C4. Ich meine, man hätte auch eher machen können, weiße und schwarze Felder. Dass man dieses Silberne nehmen musste, weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend war. Hätte man nicht einfach, gut, damit die Farbe des Brettes auch anders machen. Vielleicht ein weißes Gerät, komplett weiß, die Bretter, die Felder auch weiß und schwarz und weiße Figuren, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Kann das ja mit einer Lackiererei geben. Lackieren Sie mir diesen Schachcomputer bitte weiß. Da müsste man diese, allerdings dieses Oberteil abnehmen. Ich weiß ja nicht, ob man das einfach so abheben kann. Das glaube ich eher weniger. Weil das Drucksensorbrett ist da drauf geklebt. Also nichts mit in eine Lackiererei bringen. Ich frage mich, ob es von Spielekonsolen tatsächlich Leute gab, die den haben lackieren lassen, das Gehäuse. In eine andere Farbe. Das wird ja cool wirken, wenn das so Autolack hätte. Lackierung des Schachcomputers, nur dieses Oberteils. 120 Euro. Dame die 6. E2, E4. Jetzt ist der Bauer gedeckt. Also das ist ein bisschen verwunderlich, dass er defensiv spielt, opfert aber den Bauern. Ich weiß nicht. Das passt nicht zusammen. Also defensiv würde ich doch eher sagen, dass er die Bauern zusammenhalten würde. Wenn ich eh schon defensiv spiele, dann ist so ein Bauernopfer doch einfach nur ein Figurenverlust. Das wundert mich hier ein wenig. Also Millennium macht schon sehr schöne Geräte. Auch das Supreme Tournament, auch wunderschön. C3, A3. Das ist wirklich, da kann man wirklich nur sagen, das ist die Fortsetzung von Mephisto. Dieses Millennium, auch dieses Brett hier ist auch sehr schön. Genau, Thomas. Ich vertue mich da mal, weil da steht quasi von C5 kommt von C4, C4 kommt von C5. Ja, muss ja jetzt quasi die Damen nehmen. Also Bauer schlägt C4 und dann Dame schlägt A3, ist ja jetzt auch nicht der Knaller. Deswegen muss er ja schon Dame schlägt D6 machen. Ja, der Vorteil von Schwarz ist natürlich in dieser Sache dann, dass der C7-Bauer nicht mehr in der offenen Linie steht. Das wäre dann durchaus schon kein Nachteil. Also ich rechne genau mit Dame D6 schlägt, ist ja ganz klar. Er nimmt dann zurück mit dem Turm. Ich frage mich, ob man sich theoretisch auch dazu hätte entschließen können, oder? Man theoretisch auch so hätte machen können. Der Turm mehr? Oder nicht? Lieb, was für eine Größenwahn hier.
So, Turm F6. Also ich finde das Brett sehr stimmig vom Exklusiv Genius. Der Supreme Tournament gab es da ja noch nicht. Quasi die Mephisto Exklusiv. Man, es hat sogar die gleichen Ausmaße, das Brett hier, die Schachfelder, wie von Mephisto Exklusiv. Deswegen ja der Name Exklusiv Genius. Auch die Figuren, sehr schöne Figuren. Ich finde die Figuren sogar schöner wie die von meinem Mephisto Exklusiv. Ich wusste übrigens gar nicht, dass das Gewicht der Figur eine Rolle spielen würde. Komisch. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, man könnte nicht einfach einen DGT-Figurensatz nehmen und jetzt quasi einen Millennium-Figurensatz kaufen und diese Plättchen, die da sind, rausnehmen und austauschen. Dass man quasi die DGT-Figur mit diesen Millennium-Plättchen bestücken würde. G2, F2. Turm H6. Ja, man könnte ja H2, H4 ziehen. Normalerweise, alles was schwarz erwarten kann, ist bestenfalls ein Unentschieden. Also mich wundert immer noch, dass er auf Spielstil defensiv spielt und den Bauern opfert. Der ist eh bei Schachcomputern. Diese Bauernopfer, das ist immer so eine Sache für sich bei diesen Geräten. Die haben dann, eigentlich geht es denen häufig so wie mir. Wenn ich einen Bauern geopfert habe in der Öffnung, da hatte ich einfach nur einen Bauern weniger. A1, H1. Ja, König E7, D6, den König mal ein bisschen aktivieren. Ja, Schwarz kann ja nur auf Remis spielen, also Schwarz steht eigentlich schon pleite. Also in einem Mannschaftskampf, in der Turnierpartie, reicht das schon vollkommen aus, um abzulosen. Dieser Bauer weniger. Wenn Weiß jetzt die Bauern aufmacht hier und sich irgendwann Freibauern bildet, dann ist das natürlich hier... Dann war es das. F6. Der B4, A4, ein bisschen Raumgewinn. Der Turm hat doch immer weniger Felder vom The King-Element. Also auf H6 hat er das schön abgeschnitten, in Anführungszeichen schön. Ich glaube aber nicht, dass hier eine große Gefahr herrscht, dass der Turm irgendwann gar keine Felder mehr hat. Das droht natürlich irgendwie ein bisschen. Dass der Turm vielleicht irgendwie nach H6 steht und die Bauern sind so drumherum gruppiert, dass er quasi den Turm weniger hat. H5, Turm H6, G4. Wenn er dann G5 meinetwegen macht, dann schon H5 und dann ist der Turm ja eingefangen. Da kommt er da gar nicht mehr raus. Da spielt Weiß mit mehr Turm weiter. H7, H5, das muss natürlich verhindert werden. Jetzt kann der Turm über H6, H8 wieder raus. B2, B4. Das macht hier auch ein bisschen Raum. Turm H6. Turm H8. CG1, B1. Was macht er jetzt auf Turm A8? Da muss er doch sowieso Turm A1 ziehen. Also den Zug finde ich ein bisschen Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Jetzt spielt Schwarz Turm A8 und dann muss er eh Turm A1 machen, weil da kann er den Bauern nicht anders decken. Also außer Turm A1 sehe ich da momentan nichts. Vielleicht ist da trotzdem was mit C5 oder so. C5, Turm A4 steht, B6 schlägt. B6 schlägt, was soll da kommen? Turm schlägt, Turm B7 schlägt, aber B fängt ja dann auch.
Ich glaube, ich habe aus dem Augenwinkel gerade Turm BA1 gesehen. 1,61 plus. Ja, weiß könnte ja auch F3, F4 ziehen. Oder könnte man G4 machen. Aber bei G4 würde wieder H4 schwach sein. Und das bringt es ja auch nicht. Wenn... Wenn jetzt G4 schlägt Turm H8. Und wenn der Turm dann hin und her zieht, um die Bauern zu decken, dann ist ja auch Remi. G4, Turm A8 greift erst mal den H-Bauern an. Turm A1, um den zu decken. Dann wieder Turm A8, greift wieder ihn hier an. Das bringt's ja auch nicht. Turm A1, A2. Also die großen Ideen hat der nicht hier. Der Star Diamond. Ich glaube, das ist alleine schon Platz 1 bei den Kunststoffgeräten hier, der Star Diamond. Weil das so überraschend war, dass ich den dann bekommen habe. Das war, ihr wisst das ja, das war ja damals, ich habe ihn zweimal bekommen. Einmal war das Drucksensorbrett löste sich und einmal war das Drucksensorbrett fest. Vielleicht hätte man einfach machen sollen, das ganz vorsichtig abheben und versuchen, darunter andere Kleber unterzubringen. Und dann das Brett auf diesen anderen Kleber drauf zu machen, dass das richtig fest ist. E3D2. Das wäre vielleicht auch gegangen. Den habe ich ja dann weggetauscht. Die Geräte. Und dann habe ich nochmal ein Paket bekommen und konnte das, glaube ich, gar nicht glauben, als ich die Karton vom Star Diamond rausgeholt habe, die Originalkarton. Dass ich den dann... Das ist jetzt wirklich ein Gerät, das hat diese Drucksensorprobleme nicht, wie diese anderen Geräte. Geht schon wieder auf meinem Geburtstag zu. Meine Güte. Ich habe momentan wieder das Gefühl, irgendwie sehen sie Leute sich wohl alle nach dem Weltuntergang. Ich weiß nur 2012. Wie da alles Zolland in Not war. Ich meine, man könnte es ja beinahe schon sarkastisch sehen, wenn das jetzt nicht so ein super-duper Ausbruch gibt. Dass so ein etwas größerer Vulkanausbruch dem Klima gar nicht so schaden könnte, aber das ist ja dann immer nur für einen kurzen Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe irgendwo mal gelesen, da ist auch ein Vulkan ausgebrochen und das soll wohl für ein paar Jahre das Klima dann wieder normalisiert haben. Das hielt aber nicht lange an. Ja gut, wenn so ein Supervulkan ausbricht, man hat dann hier Dauerwinter. Das ist natürlich auch ungünstig für die Ernten. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Ernten alle in Gewächshäusern liegen würden. Da müsste man dann wirklich machen, Kosten sind scheißegal, alle Felder so riesen Gewächshäuser machen bei den Feldern, dass man dann nicht so hohe Ernteverluste hat. Weil dann spielt doch Geld keine Rolle mehr, wenn es ums Überleben geht. Das sind nur blanke Zahlen. Zahlen im Computern. Mehr ist das doch nicht. Da muss einfach eine neue Denkweise ran. Da muss man von diesem Kapitalismus mal loslassen. Und wie willst du das jetzt gewinnen? C5 vielleicht? Bauer C5? Das wäre doch auch eine Idee. Aber was soll das drohen? Ja, König C4. Und dann? Turm A3. Ich glaube aber nicht, dass sie so eine glorreiche Idee hier haben. Das wird wohl eher ein Hin- und Her-Ziremie werden. Weil man müsste ja riskieren. Das King-Element kann ich keinen Vorwurf machen. Der ist auf defensiv eingestellt. Was erwarte ich jetzt hier? Wahnsinniges Risiko? Wenn ich defensiver Spieler bin, dann spiele ich auch keine Endspielrisiken. Turm A2, das sieht aber sehr riesig aus. Wenn vielleicht Bauer C5, wenn man was machen wollte. Den Bauern nach C5 ziehen, wenn er nehmen lässt, dann muss man mit König C3, B3 den Bauern das decken und dann Turm C2. Irgendwie hat der jetzt aber auch nicht die großartigen Ideen hier. Habe ich jetzt den Zug wieder zurückgenommen? Tatsächlich. Das ist ein bisschen gut hier, dass er rotiert. Dass man jetzt sieht hier, dass er den Zug angenommen hat. Das Problem ist ja immer, A4 hängt. Und dieses Turm hin und her ziehen ist jetzt auch nicht die große Lösung. Was ist mit C7, C6? Aber ich
Ich glaube, man sollte es auch nicht selber öffnen. Ja, das wird nichts hier. Turm A3. Jetzt geht C5 sowieso nicht mehr. Wenn, dann hätte man statt diesen Turm zu C5 ziehen können. Ja, das wird nichts mehr. Die Türme ziehen hin und her bis zum Remis. Er stellt sich eh schlechter ein, das King-Element. Deswegen hat er nichts gegen das Remis. Hier wird Turm A2 angesagt. Ah, spielt doch kein C5. Ernsthaft. Du spielst auf Turm A2 kein C5. Dann lässt Weiß den Bauern einfach stehen. D3, E2. Turm A8. Ich habe heute in dem Video gesehen, diesen Feldern in Italien, die da wohl, dieser Supervulkan, dass es eventuell gekommen sein soll, weil die den wohl anbohren wollten. Wegen Energie draus nutzen. Ich frage mich, kann man nicht einfach, muss man so tief reingehen? Kann man nicht einfach das so machen, dass man einen Eisenstäbe reinmacht, jetzt nicht ganz so tief, und diese Eisenstäbe erwärmen sich dann und diese Wärme wird, damit wird oben dann Wasser erwärmt, irgendwie sowas in der Art. Ja, wenn der König F3 macht, Schwarz macht ja so, also auf G4 macht Schwarz auch nichts. Ich glaube, dass die Rechentiefe zu wenig für, um das auf Gewinn zu spielen. E3, D3. Man sieht auch schon, die ziehen sehr zaghaft hin und her. Auch wenn ich das auf dem Brett hätte. Das sind, glaube ich, so Endspiele. Man hätte schon vorher C5 machen sollen. Das sind dann so Partien, die verliert man. Wenn man die auf Gewinn spielt. Man müsste vom König nach B3 ziehen, den Turm nach C2 und dann Bauer C5. Dass der König den Bauern erstmal deckt und dann kann der Turm wieder freie Hand. A3, A1, aber das ist nicht so die Lösung. Jetzt die König C3, B3, Turm C1, C5 Schach. Sowas in der Art. Dann könnte man es vielleicht auf Gewinn spielen, aber nicht so auf diese Art und Weise. König E3 geht auch in die völlig falsche Richtung hier. Ich weiß natürlich nicht, ob das gewinnen würde. Wenn jetzt König C3, B3, Turm C1, C5 Schach. Und dann, wenn geschlagen wird, C5 schlägt. Es wäre zumindest eine Idee eines Plans. Und ein schlechter Plan, man weiß, dass er laut Kortschnur ist, besser als gar kein Plan. Und die haben eben gar keinen Plan. Allein in was für Zügen er, der Super Star Diamond, rechnet hier. Er meint, jetzt würde auf F4 geschlagen werden. Was ja auch totaler Tullux ist. Keine Ahnung, wenn es Turm. Ja, gut, es droht F4 schlägt, Turm E4 schlägt, deswegen wohl dieser Zug jetzt. Dann ist wirklich die beste Möglichkeit, auf Gewinn zu spielen. Jetzt wirklich irgendwie C5 Schach durchzudrücken. F4, E5 schlägt. Okay. Wir haben den König schlagen. Genau, König schlägt. Aktiver König. Turm in Spiele muss man aktiv spielen. Oder auch nicht. Ich dachte jetzt irgendwie sowas wie. Ja, wie was eigentlich? Wie F5? Ja, das Problem ist, Weiß kann ja jetzt eh nicht richtig C5 ziehen. Ja, wegen was eigentlich? Man weiß es nicht. Turm A6. Da geht für Weiß wirklich kein C5. Jetzt Weiß C5, C5, C5. Ja gut, da kommt Turm A5 und der König muss ja den Bauern E4 noch decken. D3, E3. A3, oh Jesus, jetzt geht's mir los hier. Ach, das war jetzt so schwach, war das. Ich habe wieder mal einen Bedienungsfehler gemacht. Nein, ich habe Turm A1 gedacht. Denken, wird was mit gedankenloses Denken, Gedanken etc.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich in die Partie zurückkomme hier. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I'm sorry, Dave. A3-1. Jetzt macht er Turm A1. Kann ich irgendwie auf Info gehen? Nee. Turm A8. Da muss ich eben damit leben, dass es so ist. Ja, ist für Remis. Wer sieht denn ihre Türme hin und her? Auf Risiko wollen die wohl nicht spielen. Jetzt kommt ja zwischendurch mein König D3-Zug, weil es geil ist oder was weiß ich warum. Ja, da musst du stark Endspiele spielen können, aber wie willst du das machen? Wie gesagt, Bauer C5, Bauer Bauer steht, Turm A5. Und da könnte ich ja nicht den Bauern decken, weil er fällt. Ich weiß nicht, ob man dann D6 ziehen könnte mit Freibauernbildung. Das ist doch alles sehr kompliziert. Also wenn ich müsste, wenn ich quasi, man spielt ein Turnier, nach hinten kann dir nichts passieren. Du könntest, wenn du gewinnst, wirst du Erster. Der führt mit einem halben Punkt, ist er vor einem. Hat aber schon gespielt, die letzte Partie. Wenn du gewinnst, bist du Erster. Wenn du verlierst, passiert nichts, bist du trotzdem Zweiter. Dann würde ich vielleicht hier am ehesten noch hier mit C5 versuchen. Mit Bauer C5 das zu gewinnen. Bauer C5, Bauer C5 und wenn dann Turm A5 kommt, König C4 und mit dem König E4 schlägt, vielleicht dann sogar ein Turmschlag und D6. Also das würde ich am ehesten versuchen. Also wenn ich unbedingt gewinnen müsste. Die denken sich einfach hier, Lippo, leck uns doch am Arsch. Wir machen jetzt hier Remis. Fertig. Warum stellst du mich auf passiv oder defensiv? Ich glaube, das sind eher so Bewertungskriterien, die man dann runtersetzt. Da schätzt sich die Stellung dann immer ein bisschen schlechter ein. D3, E3. Ja, das kann jetzt recht. Also B5 fand ich schon sehr, sehr fragwürdig. Beim Zwischendurch wird dann immer der König so prophylaktisch gezogen. Jetzt bloß keine Zugwiederholung, dann zieht man mal wieder König D3 zwischendurch. Brauchen wir ja nur Turm A8 ziehen. Mit einer Ivan, ja, irgendwann hast du dann eine Zugwiederholung. Das ist eben Brettpolieren im kleineren Maßstab. Ich finde das immer so ätzend, wenn so Bauernketten sind, dass sie in der Mitte wie so eine Mauer sind, dass keiner durchkommt. Dann fangen die an, im eigenen Lager mit dem König über sämtliche Felder zu marschieren, um bloß keine Zugwiederholung zu machen. Manchmal stelle sich das vor, dass wir am richtigen Brett passieren. Man würde dann mit dem König hin und her marschieren, man würde sich doch lächerlich machen ohne Ende. Da sind die wohl absolut schmerzfrei, der König E3 zwischendurch hier. Ich ziehe den König hier, ich ziehe den König hier. In meinem Hirn, da ist es Aquiler. Ich glaube, B5 hat endgültig den jegliche Gewinnversuche zerstört. Weil, was willst du mit C5? Dann wird auf C5 genommen und Schwarz zieht mit B6 den Bauern, bis er dann A5 ziehen. Ach, nach F3 kann er auch noch ziehen hier. Vielleicht stelle ich da nur ein. Auch sehr fragwürdig wegen König D4. Macht er gar nicht, Turm A5. Ja gut, das ist ja defensiv. Da ist sämtliche Verlockungen des Gewinnspiels werden hier abgeblockt. Ich habe da mal ganz schlimme Partien gesehen. So eine Remisstellung. Da wurden quasi 49 Züge lang wurden Hampelmann-Züge gemacht, die eh zu keinem Ergebnis geführt haben. Das Beste war dann, im 50. Zug wurde dann total sinnentleerten Bauer gegeben. Nur um diese Zugzähler-Sache wieder auf 1 zu resetten, dass wieder bei 1 losgeht. Also das finde ich immer ein bisschen sehr lächerlich. So Sieg oder Tod mäßig. Also wenn ich ein totales Remis-Endspiel hätte, mache 49 Züge lang irgendwelche Züge, die zu keinem Ergebnis führen. Und dann eben im 50. Zug mache ich irgendwie, als würde ich hier C4, C5 ziehen im 49. Zug. C5 schlägt und dann geht es wieder von vorne los. Ohne Sinn. Und wieder König E3 angesagt.
Spitzenspieler spielen in König E3. Natürlich. Schade, dass Schwarz jetzt nicht irgendwie auf Gewinn spielt, aber wie willst du das machen? G5? Weiß es nicht. E3, F3, es ist wieder soweit. Mein Gott, es geht schon wieder los. Ich habe auf Risiko wieder König D4 ziehen. Der hat doch ein bisschen Glück hier, damit, dass er auf defensiv spielt. Wie willst du auf König D4 C4 decken? Das wäre das Problem. Weil der Turm kann auch nicht so ohne weiteres weg, wenn A4 erstmal fällt. Ich glaube, irgendwie machen die aus denselben Zügen hier, also Turm A5, A8 und Turm hin und her Züge und König hin und her Züge, aus der dreimaligen Zugwährung irgendwie 45 Positionen, bis das mal wiederholt ist. A2, D2. Okay. Und warum soll man A4 nicht schlagen? Sagt er sich auch. Ich muss doch auf Gewinn spielen. D2, D4. Keinen Sinn. Was ist jetzt mit Turmschach? Da muss der Turm ja dazwischen ziehen. Nein, Turm 1. E3, F3. D5, D6. Verliert er das jetzt? Stellt er das Endspiel jetzt ein auf sinnlose Art und Weise oder was ist los? Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit er noch hat, weil ich erkenne es ja nicht auf dem Display. Ist er selber schuld, wenn er mich an seinem zeitlichen Wissen hier nicht teilhaben lässt. Kann sein, dass er schon so in Zeitnot ist. König F4. Jetzt rechnet er doch wieder. König F2. König E5. König D7. Na gut, er geht natürlich wieder an seine passive Spielweise wieder zurück. Was wollte das Ganze jetzt? Jetzt ist doch erst recht Remis. Der Einzige, der quasi auf Gewinn spielen kann, ist doch Schwarz. Also König E5 könnte man theoretisch auch machen und dann Turmschach und König E6. Ja, er weiß quasi selber, dass Remis forciert. G5. Ganz merkwürdig. Und da waren die 50 Züge voll, die 50 Züge Regel, dass jetzt mal eine Figur geschlagen werden muss. Herr Turm C2 führt jetzt nicht so matt wegen G4. Das ist ihm alles zu aktiv hier. H3 G2. Jetzt macht der König E5, da weiß auch nicht, was er will. Soll er jetzt defensiv spielen oder aktiv spielen? Turmschach. Hier schlägt, okay. F5. Ja, jetzt kann der König F3 ziehen und das matt drohen. Irgendwie sieht das nicht mal so gut aus für Schwarz.
Das ist natürlich nur eine Frage, ob er den Bauern überhaupt durchbekommt. Meine Güte, weg die Puppe! Hier wird aber wirklich sehr viel geschlagen momentan. Komisch. Warum nimmt er nicht den Bauern auf C4? Da ploppt mal wieder Fragezeichen auf. Okay. Turm E7. Ja, war ja natürlich klar, dass sich die auf die defensive Art und Weise deckt. Vielleicht F4 zum Beispiel, Bauer F4. König F2, okay. Turm E5, ja gut, hätte ich auch gedacht. C6, Bauer, Bauer schlägt. Turm B5 schlägt. B7 schlägt. Turm B7. Jetzt haben wir nicht einmal kein Material mehr, was geschlagen werden könnte. Vielleicht hinter uns hier die Show. F6, F5. So, König G3. Ja, sieht doch jetzt eher Remis aus. F5, ach, F5 Hafen, der Bauer fällt ja auch noch. Wenn er die Türme nicht tauscht, reklame ich trotzdem Remis. Und unentschieden, wegen Turm gegen Turm. Er macht jetzt die Turm D5 total vom Schwachsinn befallen hier. Also mit solchen Zügen würde man sich am normalen Brett auch lächerlich machen, jemals Turm D5 spielen würde, weiterspielen würde. So, Remis in einem merkwürdigen Endspiel. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.